Die Banken wackeln, aber keine Panik, es gibt immer noch Banken, die bombensicher sind. Die Spielbanken, weil im Glücksspiel, da gilt nämlich immer noch die Regel, die Bank gewinnt immer. Und wir schauen uns heute Casino-Aktien an aus einer Glücksspielmetropole, in der der Glücksspielumsatz sechsmal so hoch ist wie in Las Vegas. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Was ist schon ein Bankraub gegen die Gründung einer Bank? Hat Bert Brecht gesagt. Da hat er sich's aber natürlich ein bisschen einfach gemacht, weil jeder weiß, der in den letzten 15 Jahren oder so Aktionär war bei einer Bank, ganz so einfach ist das Geld da inzwischen auch nicht mehr verdient. Das ist schon auch ein Geschäft, das hohe Risiken hat. Da lobt man sich doch die gute alte Spielbank, weil da kann man sich nämlich noch sicher sein, in dem Moment, in dem der Kunde der Bank sich auf das Ganze einlässt, da ist er auch schon abgezockt. Zumindest im Durchschnitt. Und am Ende gewinnt immer die Bank und damit ihre Aktionäre. Kleine Ausnahme von der Regel, natürlich, wenn eine Pandemie durchs Land zieht, dann gewinnt auch die Spielbank nicht großartig was. Und das haben wir jetzt aber hinter uns und zwar sogar in China. In China gibt es die Sonderverwaltungszone Macau. Das ist ein Glücksspielparadies mit einem Umsatz, der normalerweise in normalen Zeiten sechsmal so hoch ist wie in Las Vegas. Die Betreiber von den Casinos sind mehrheitlich amerikanische Konzerne. Und weil es jetzt auch in Macau wieder losgeht, schauen wir uns jetzt auch mal die Aktien von denen an. Und ich erzähle Ihnen außerdem noch was, was ich noch fast keinem erzählt habe. Ich würde ja gern von mir sagen können, ich war schon seit frühester Jugend aktienbegeistert. Das ist nur leider nicht so. Was mich begeistert hat in jungen Jahren, das waren schon eher so Dinge wie Glücksspiel. Und ich habe 5 Stunden Stochastik gehabt in der Schule und habe dann aber schon gemeint, ich könnte jetzt todsichere Roulette-Systeme entwickeln und damit dann rausgehen und die Spielbanken sprengen. Und dann gab es fatalerweise noch so eine dubiose Kellerspielbank da mit einem Roulette-Tisch. Da hat man auch als Jugendlicher schon reingekonnt oder wie auch immer das da gelaufen ist. Und das war dann ja schon fast so eine Art Sucht. Und ich wollte nicht wahrhaben, dass meine Systeme da nicht funktionieren bei Roulette und dass sie auch nicht funktionieren können. Und es hat nur darum wieder aufgehört, weil natürlich irgendwann mal das Geld weg war und weil ich auch ein Elternhaus gehabt habe, dass da sein Standpunkt so, was Casinos betrifft, da dann auch mit Nachdruck vertreten hat. Und das mit den Aktien dann später, das war erstmal nur eine Ersatzdroge eigentlich. Heute weiß ich, Aktien sind tausendmal besser als eine Spielbank, aber dazu dann noch später. Also so viel zu meiner Krankengeschichte. Macau, wir haben 1,4 Milliarden glücksspielbesessene Chinesen, aber Casinos sind im ganzen Land verboten, außer in Macau. Und darum ist da die Casino-Industrie regelrecht explodiert. Im Jahr vor Covid-19, da hat es 39 Millionen Besucher gehabt, Macau, und der Glücksspielumsatz war bei 36 Milliarden Dollar. Das ist dann aber natürlich eingebrochen, wie man sich denken kann. Und das sind die Besucherzahlen von Casino Reviews. Die waren die letzten 3 Jahre jetzt immer nur so zwischen 6 und 8 Millionen. Nur jetzt sind ja die Covid-Beschränkungen auch in China wieder aufgehoben worden. Das Ganze zieht wieder an. Die ersten 2 Monate zum Vorjahr hat schon einen Anstieg der Touristen gegeben um 143%. Und zum chinesischen Neujahr, da sagt man in der Branche, da waren die Hotels eigentlich alle schon wieder ausgebucht. Macau ist in der Nähe von Hongkong, hat früher zu Portugal gehört, das sieht man auch an der Architektur. Das Stadtzentrum zum Beispiel, das ist sehr hübsch. Das ist aus einem Reiseartikel hier in der Welt, das Bild. Ich stelle Ihnen den Link drauf auch mal rein, falls Sie mal hinfahren wollen. Und das ist das Wahrzeichen von Macau, die alte Fassade von St. Paul. Es gibt aber auch ein neues Viertel mit riesigen Casinos am Cotai Strip. Und das bekannteste davon ist wahrscheinlich das Venetian Macau. Doppelt so groß wie sein Vorbild in Las Vegas, gebaut und betrieben von Sands China.
Spektakulär. Baukosten 2,4 Milliarden Dollar, 3000 Hotelzimmer, 19 Restaurants, 90.000 Quadratmeter Einzelhandelsfläche. Alles eingerichtet mit einem riesen Aufwand. Das hier ist zum Beispiel die Lobby. Und innen drin ist dann auch mal nochmal so eine Art Venedig nachgebaut, wo man sich auch mit der Gondel rumschippern lassen kann. Und das ist übrigens alles in einer Halle. Also der Himmel da ist auch nur an die Decke gemalt. Man muss das schon mögen, aber es ist wenigstens immer schön Wetter da drin. Und sie haben auch noch mehr Hotels in Macau, Sands China, das Londoner hier mit Big Ben und das Plaza Macau, alles sehr hübsch, aber eigentlich fast irrelevant. Der ganze Aufwand soll nur Leute herlocken an die Spieltische. 80% vom Gesamtumsatz 2019 war immer noch Glücksspiel an 800 Spieltischen und 3400 Automaten. So läuft das. Das ist die Aktie von Sands China in Hongkong-Dollar die letzten 5 Jahre. Chart ist von TradingView. Der Corona-Ausbruch 2020, das ist der erste Kringel, den hat sie noch relativ gut verdaut. Man hat ja auch nicht gedacht, dass das alles so lang dauert. Es hat aber lang gedauert, speziell in China. Das ist auch klar geworden dann so ab 2021. Und es war dann ja auch grundsätzlich eine starke Korrektur bei China-Aktien. Und es hat sich erst auch wieder erholt, dann letztes Jahr im Oktober, als die große Öffnung wieder gekommen ist. Jetzt sind wir wieder ungefähr bei 55% vom Hoch aus dem Jahr 2018. Und es gibt übrigens auch die Aktie noch von der amerikanischen Muttergesellschaft, das ist Las Vegas Sands. Wenn man jetzt sagt, ich will ein bisschen weniger China vielleicht mit dabei haben, da ist zum Beispiel bei Las Vegas Sands auch noch das Marina Bay Sands mit drin, ein großes Hotel-Casino in Singapur mit seinem berühmten Infinity Pool auf dem Dach. Das ist die Aktie, auch wieder 5 Jahre in Dollar, sie schwankt ein bisschen weniger, aber der Verlauf ist ähnlich, weil klar, 2/3 vom operativen Gewinn in normalen Zeiten, die kommen aus Macau. Es gibt aber natürlich Konkurrenten und der härteste, würde ich sagen, ist Galaxy Entertainment. Das Galaxy Casino, das ist auch so eine, vom Stil her, so eine Art Gegenentwurf, ein asiatischer zum Venetian, das ja europäischer ist. Und es ist auch erst 4 Jahre später gekommen, 2011, hier sieht man es nochmal von oben. Als ich da war das dummerweise 3 Wochen vor der Eröffnung. Da war schon alles fertig, aber ich konnte trotzdem nur sehnsüchtig rüberstarren. Und man sagt aber von den ganzen Schauwerten her und von den Attraktionen, da ist es ebenbürtig. Und Galaxy Entertainment ist auch bei den Analysten sehr beliebt, weil Galaxy ist besonders stark im Massengeschäft. Das sind die ganz normalen Leute, die da übernachten, essen, trinken, shoppen gehen und eben vielleicht auch mal ins Casino. Uns werden da auch gerade Erweiterungen gebaut. Der Abschnitt 3 ist bald fertig, genau zur richtigen Zeit jetzt natürlich. Und das ist die Baustelle für den Abschnitt 4. Das dauert noch. Zusammen haben die neuen Abschnitte dann nochmal 3000 Zimmer und man geht aber davon aus, wenn das mal fertig ist, dann wird Galaxy den Konkurrenten wahrscheinlich schon ordentlich Marktanteile abnehmen. Und hier haben wir den Chart von Galaxy Entertainment, auch wieder 5 Jahre. Da war 2021 die Erholungseuphorie erstmal besonders groß und sie sind dann aber auch besonders stark wieder gefallen, haben sich dann mehr als halbiert. Und jetzt auch wieder die Erholung. Und sowohl Sands China als auch Galaxy haben natürlich Verluste gemacht letztes Jahr und sie sind auch nicht billig für den Gewinn dieses Jahr. Galaxy hat für dieses Jahr ungefähr ein KGV von 28, Sands China sogar von 50 ungefähr. Aber sie sind nicht mehr teuer, sobald sich der Gewinn dann wieder normalisieren würde. Da sind wir dann so im Bereich von 16, 17. Und das ist für Casino-Aktien okay, weil sie sind Gelddruckmaschinen. Und sie kriegen nächste Woche von uns einen kostenlosen Zukunftsmärkte-Report. Da sind dann alle Macau-Casino-Aktien auch mit drin. Auch mit den Kennzahlen und wie die finanziell dastehen jetzt nach der Krise. Und wie sie sich eben auch unterscheiden voneinander. Und die Reports, wie gesagt, die sind gratis. Jede Woche kommt einer von uns. Und wenn Sie sie noch nicht kriegen, Sie können sie einfach anfordern auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Nächste Woche dann eben alle Macau-Casino-Aktien im Vergleich.
Und es gibt zum Beispiel noch SJM Holdings, die sind eigentlich der Pionier in Macau gewesen. Sie sind gegründet worden von Dr. Stanley Ho. Hier ist er, der hat den Portugiesen das Glücksspielmonopol abgeschwatzt und hat es auch bis 2002 gehabt. Er ist natürlich eine Figur, die nicht unumstritten ist. Und SJM, die haben mehrere Casinos. Das bekannteste ist das Grand Lisboa, hier dieser Turm in der Mitte. Das ist nicht am Cotai Strip, sondern es ist eher Richtung Innenstadt. Und das ist drinnen schon auch elegant und alles und so. Aber trotzdem eher noch die alte Schule. Und da sieht man dann auch eher noch klassisch noch den Chinesen, dem das ganze Tamtam in Macau egal ist. Und der dann da sitzt, grimmig dreinblickend mit einer Tasse Tee am Spieltisch und einfach nur spielen will. Es ist aus meiner Sicht eher eine spekulative Aktie, weil die werden es nicht so leicht haben die nächsten Jahre. Dafür sind sie aber auch günstiger. Und sie haben auch ein paar schöne Immobilien, zum Beispiel das Grand Lisboa Palace Resort. Wynn Macau, die haben sich noch nicht so gut erholt im Gegensatz zu den anderen. Das liegt daran, dass die Krise relativ hart getroffen hatten. Sie haben jetzt auch relativ hohe Schulden. Es ist die Tochter von Wynn Resorts. Auch da gibt es also eine amerikanische Konzernmutter, die breiter gestreut ist. Und das Ganze ist gegründet worden von Steve Wynn. Der ist jetzt nicht mehr dabei. Er ist vor allem dafür bekannt, dass er in ein Picasso-Gemälde, das er für 139 Millionen Dollar verkaufen wollte, dass er da kurz vorher reingestolpert ist und ein Loch reingemacht hat mit seinem Ellenbogen. Und die Casinos von Wynn, die sind schick, modern, teuer, vom Stil her auch ganz anders. Das Problem ist, Wynn ist nicht so attraktiv für den Massenmarkt. Sie haben vor allem auf VIPs gesetzt, auf Großspieler. Die werden eingeflogen, die kriegen riesige Suiten gratis, die spielen in extra Räumen und solche Dinge führen einen garantierten Wetteinsatz von 1,6 Millionen US-Dollar pro Abend. Und die sind oft angeschleppt worden von so Vermittlern auf Provisionsbasis. Und das ist aber ein System, das Peking unterbinden will. Da sind zu viele dubiose Sachen passiert. Ob sich das am Ende so stark auswirkt, ist noch offen, weil die Großspieler werden schon weiterhin kommen, nach wie vor, nur jetzt nicht unbedingt über die Vermittler. Aber das Ganze ist ein Risiko. Der Markt bevorzugt Aktien im Moment, so wie Sands und Galaxy, wo der Anteil vom Massengeschäft hoch ist. Und eine Aktie habe ich noch, Naga Corp, auch aus Hongkong. Die machen zwar nichts in Macau, sondern in Kambodscha, betreiben da das Casino Naga World in Phnom Penh. Und das ist im Vergleich zu den Macau-Casinos eigentlich überhaupt nicht glamourös. Aber sie haben letztes Jahr ihren Umsatz schon wieder verdoppelt und sie haben auch schwarze Zahlen geschrieben. Und das ohne die chinesischen Touristen, weil die konnten ja nicht hin. Und das KGV für dieses Jahr geschätzt, das liegt bei 12. Sie haben jetzt auch wieder korrigiert ein bisschen. Es ist also durchaus auch eine spekulative Aktie, aber nicht uninteressant. Und wenn wir schon bei solchen Sachen sind, den Lesern vom Zukunftsmärkte Insider, den haben wir gestern ein Unternehmen vorgestellt, das kein Casino betreibt, das aber auch in Macau aktiv ist, das da auch von der Erholung profitieren wird und das jetzt gehandelt wird mit einem Abschlag auf den Buchwert von 90%. Die Aktie verrate ich jetzt hier nicht. Der Zukunftsmärkte Insider ist ein Premium-Dienst von uns, der kostet Geld, aber ich finde, ab und zu darf man auch für sowas hier mal Werbung machen, wenn sie schon sowieso so viel umsonst kriegen hier. Wir zum Beispiel den Report nächste Woche dann auch mit allen Macau-Casino-Aktien im Detail auf www.zukunfts-märkte.de. Gut, frei nach Brecht. Was ist schon das Ausrauben oder das Sprengen einer Spielbank im Vergleich zu einer Beteiligung an einer Spielbank? Ich glaube jetzt zwar nicht, dass die Casino-Aktien jetzt alle regelrecht durch die Decke schießen werden, dafür sind sie zu groß,
Aber es ist ein Sektor, der jetzt durch eine harte Krise gegangen ist, der normalerweise Milliardengewinne erwirtschaftet und der einem, wenn jetzt nicht nochmal sowas kommen sollte wie eine Pandemie, der einem schon als Langfristanleger dauerhaft Freude machen kann, wenn man sich konzentriert da auf die stabilen Aktien. Und Sie kriegen jetzt trotzdem noch eine Roulette-Strategie von mir aus der eigenen bitteren Erfahrung heraus. Für Sie als Spieler am Roulette-Tisch, da ist der statistische Nachteil eigentlich klein, aber er summiert sich, je länger Sie spielen. Und darum will ja auch die Bank, dass Sie so lang wie möglich exponiert sind. Tun Sie ihr nicht den Gefallen. Spielen Sie einfache Chancen, also sowas wie zum Beispiel auf Rot oder Schwarz, und setzen Sie Ihren Einsatz pro Spiel relativ hoch an. Und wenn Sie dann ein oder zwei Stücke im Gewinn sind, dann gehen Sie an die Bar und kommen nicht wieder zurück. Und wenn Sie aber gar nicht in die Gewinnzone kommen, dann gehen Sie erst recht an die Bar und kommen auch nicht wieder zurück. Es muss Ihnen egal sein. Das ist jetzt natürlich kein System, es hängt alles vom Zufall ab, selbstverständlich. Und das ist an der Börse auch oft so. Aber trotzdem, es ist natürlich schon ein himmelweiter Unterschied, ob man jetzt im Roulette auf irgendeinen Zufall setzt oder ob man in ein echtes Unternehmen investiert, mit dem man sich vorher dann natürlich ja sogar beschäftigt hat auch noch. Und was auch ganz entscheidend ist, in der Spielbank läuft die Zeit gegen Sie, aber an der Börse, da arbeitet sie für Sie. Ich habe hier zwar auch schon oft geholzt gegen so Leute, die Sachen behaupten wie, dass man mit Aktien eine planbare Durchschnittsrendite hätte von 7 oder 8%. Das halte ich für Schwachsinn. Aber auch ich gehe natürlich davon aus, dass die Renditeerwartung von Aktien positiv ist auf lange Sicht. Börse und Casino sind also zwei völlig unterschiedliche Dinge, auch wenn bei beiden natürlich der Zufall auch eine Rolle spielt und auch wenn es für beide wahrscheinlich kein todsicheres System gibt. Kaiser Wilhelm, der hat anscheinend ein ziemlich gutes Roulette-System gehabt von einem Mathematiker aus Heidelberg, aber in Monte Carlo hat er damit trotzdem 100.000 Franken verloren. Dann schon lieber Casino-Aktien. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.